Recht herzlich willkommen zur 64. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind kurz davor, gegen Norwegen in den Krieg zu ziehen, aber wir wollten noch gucken, dass wir erstmal hier noch ein bisschen uns verbessern. Ne, hier war das, dass das hier noch gerade durchgeht. Dass wir da noch ein paar Aufwertungen haben, gerade hier unten. Das ist ja relativ wichtig, ne? Handelskrieg gegen Lübeck, okay. Wie weit sind wir eigentlich hier? Das ist schon unser Land und das ist auch schon unser Land. Dann ist das jetzt in der Verlosung. Okay, da sind es wie viel Prozent? Noch nicht ganz so viel, ne? Okay, ja. Wir haben aber gar keine Leute da, sehe ich gerade, ne? Ist ja auch nicht so. Na, wir wollen ja auch da angreifen, ne? 35 sind das. Okay, 17, 13, 5. Was haben wir eigentlich auf dem Festland noch? Oder auf dem Festland ist das ja auch nicht, auf der Insel. Da haben wir noch 10 Leute stehen, okay. Mhm, haben die hier den Anführer? Das müssen wir noch gucken. Ja, haben sie. Ja, gut. Nationale Entscheidung verfügbar. Machtteilung formulieren. Okay. Prestige jährlich plus. Okay, das sollten wir auf jeden Fall machen, ne? Ja, komm, zack. Rekrutenreserve, okay. Ja, und dann wird's langsam ruhig mit unserem Land, ne? So, wir haben 3 hiervon. Können auch noch was investieren, sollten wir vielleicht auch tun. Wie sieht es überhaupt mit unserem Dingens aus? Wo war denn das? Ach, hier war das, ne? Und dann da. Da sind wir mal nicht hinten dran, oder wie ist aktuell der Malus auf Technologie? Und das ist aber noch nicht aktuell. Ach, das ist auch schon aktuell. Mann. Das läuft ja wieder wie geschnitten Brot, ne? Guck mal, wir sind wieder im Hintertreffen. Alle anderen Länder haben es bald schon. Und wir haben hier so nix. Ach, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier eine Dingens haben, Manufakturen, ne? Dann sollten wir vielleicht nochmal die eine oder andere bauen, ne? Vielleicht hier noch eine? Warum geht das gerade nicht? Weil wir nicht genug Geld haben, so wie es aussieht, ne? Was ist das? Achso, wir können eine Idee investieren. Gut, das ist geklärt. Die zweite müsste auch sofort kommen. Jetzt können wir ja auch noch Truppen ändern. Ach, jetzt bin ich aufgepasst, welche, ne? Kanone, okay. Dann ist das die. Okay, haben wir. Ach so, wir hatten noch unsere... Ach ja, 75% unserer Schiffe brauchen wir, ne? Oder wie war das? Das wird natürlich noch schwer werden, ne? Hier ist aber noch nichts, ne? Ne, das war aber noch nicht so weit. Was haben wir da? 13 von 14. Okay, das ist aber auch nicht mehr weit weg. Gut. Ja. So, jetzt ist das auch fertig. Dann können wir das auch noch durchziehen. Wunderbar. Okay. Militärische Technologie. Okay, und das zweite. Flottenmoral, ja. Hat man die Truppen jetzt geupgradet? Ja, die Kanone haben wir gemacht. Passt. So, jetzt haben wir hier 20. Wie bleiben wir denn hier hoch? Okay, 10er geht das jeweils hoch. Geld ist jetzt 97, das bedeutet, wir könnten gleich eine Manufaktur da bauen, ne? Kriegsgrund. Okay. Provence den Krieg erklärt. Mhm. Na, die sind da. Mal schauen, was daraus wird. Und jetzt können wir investieren, steht da. Manufakturen. Okay. Und warum geht das nirgendwo?
Wo fehlt's denn jetzt dran? Das kostet so viel oder was? 408. Okay, krass. Wir können das ja nochmal machen. Achso, hier haben wir ja keine Ländereien mehr, ne? Das ist das Entscheidende. Ja, eine ist da. Schließen. Was haben wir hier? Ah, hier geht was, wenn, oder? Kostet genauso viel, auch 408. Wow. Die kosten alle so viel. Handelsposten. Gibt's nur zwei. Mhm. Und die sind aber woanders. Wo sind die Handelsposten denn? Ah, da, okay. Weiß ich nicht, ob das das wäre. 35 bringt das dann. Ne, nicht wirklich toll, ne? Ein Derby. Wo ist ein Derby? Das ist doch Derby hier, ne? Ne, das ist nicht Derby. Da ist Derby, okay. Ja, da müssen wir noch Geld sammeln, bis das klappt, ne? Jetzt ist die Frage, was können wir sonst noch bauen? Steuereinkommen 16 dabei. Und da kriegen wir Kohle und da. Theologe, Künstler, Philosoph und 15 Prestige. Das Geld würde gerade locken, ne? Um die Dingens zu machen, ne? Hm. Prestige ist natürlich auch sinnig, ne? Boah. Komm, zack, Prestige. So, jetzt haben wir hier die Kirche, ne? Was haben wir hier? Eine Werkstatt. Oh, da haben wir fast nirgendwo eine, ne? Sind wir richtig schlecht eigentlich, ne? Schließen. Gerichtsbarkeit. Da. Markt. Okay. Da ist jetzt der Theologe gestorben. Okay. Was haben wir hier noch? Handelsposten. Der hätte viel Einfluss hier in London. Hundertfünfundneunzig zum Bau. Okay. Handeln Getreide dann, ne? Hm. Wie viel bringt das aber insgesamt dann rein? Prozent sozusagen, oder wie sind das? Was ist das hier für ein Wert? Aber sollten wir auf jeden Fall vielleicht in Erwägung ziehen, ne? Mögliche Anzahl an Gebäuden. Geheimnis in unseren Bündnissen. Mhm. Okay. Staatsehe akzeptieren wir. Oh. Ich nehme das mittlere. Okay, der ist gestorben. Dann haben wir die Staatsehe gekriegt, ist klar. Ja. Achso, der ist auch verloren gegangen. Unruhe minus 20 ist aber zu teuer. Kann man den Unterhalt schon gar nicht bezahlen für wahrscheinlich.
Was haben wir für? 749, genau. Es würde also nur ein Einser gehen. Das ist er hier unten. Inflation, Reduktion. Ja. Nehmen wir mal, ne? Franzose als Papst, okay. So, nochmal durchblättern hier. Unsere Verbündeten sind die drei. Was machen eigentlich die Holländer hier im Kleinkrieg? Oder wie war das? Okay. Burgund ist da oben. Und da unten. Und Geldern ist da. Krieg erklären würde bedeuten, alle sind gegen uns. Burgund, wie sieht das da aus? Alle sind gegen uns. Wie sieht's mit Frankreich aus? Oh, Skandinavien wird mitmachen. Portugal ist noch ein bisschen groß, glaube ich, ne? Da brauchen wir auch nicht anfangen. Das liegt natürlich jetzt auch dran, ne? Ah, guck mal hier. Hamburg und Österreich würden nicht mitmachen. Da aber auch nicht, okay. Dann bringt das gerade nichts. Provence, sind die Franzosen eigentlich noch mit unterwegs? Weiß ich gar nicht. Ja, die haben auch noch ein paar Freunde, ne? Portugal, Frankreich und Riga würden mithelfen, aber wir hätten auch keine Verbündete, ist das nächste, ne? Und dabei ist Skandinavien dabei auch. Wie ist denn hier so oben so? Österreich, Lüttich, Florenz und wir hätten nur Skandinavien dabei, ist klar, ne? Wer ist das denn hier eigentlich? Brandenburg. Oh, die haben viele Freunde, ne? Und Österreich auch. Das ist halt das Ding ins Reich, ne? Wie heißt es? Friesland. Da wird Brandenburg mitmachen, aber bei uns wird keiner mitmachen, ne? Ah, guck mal, hier geht gerade wieder was ab. Der Schwede oder die Skandinavier machen gerade mal gegen Russland ernst, ne? Oh, auch ganz schön viel, ne? Gut, okay. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, was wir machen. Wie viel Prozent haben wir hier? Okay, geht voran. Okay. Wie sieht's hier aus? Haben die schon Bündnisse? Nein, die haben keine Bündnisse. Skandinavien will was haben, damit sie mitmachen, ne? Die werden wahrscheinlich nicht akzeptieren, okay. Ne, Prestige verlieren kann ich nicht. Ich muss diplomatische Macht dann leider verlieren. Wie sieht's hier aus? Achso, was können wir bauen? 97. Was hatten wir denn hier noch so? Achso, wir wollten den Markt. War das der Marktplatz? Nee. Was war das denn in London hier? Handelsposten. So, jetzt haben wir den in Bau, ne? Müssen wir den mal angucken. Und da wieder gebaut. Okay. Geht also. Geld ist wieder weg. Naja, ein bisschen haben wir noch, ne? Gut. 97, 42. Voll da. 44.000 Mann in Reserve. Norwegen. Können wir den Krieg erklären? Machen wir aber noch nicht, ne? Wie weit ist denn unser Dingens hier wieder? Okay, das geht relativ zügig. Und das werden wir jetzt auch nochmal abwarten, dass wir da auf jeden Fall die 21 kriegen. Ich glaube, die Norweger hatten 22, ne? Genau. Also wir sind definitiv auch noch die Schwächeren, immer noch, ne? Wie sieht das mit anderen Nationen aus? Die haben 21. Die haben auch 21. Oh, die Polacken haben schon 23.
Krass. Österreich, ja. Kriegsgrund gegen Lübeck. Die haben auch schon 23, die Österreicher. Und Lübeck ist wo? Ist das hier am... Ne, ist Braunschweig, ne? Da ist Lübeck, ne? Ne, das ist Hamburg. Lübeck ist eigentlich hier. Ist es auch. Achso, das war besetzt, oder was? Provinz anzeigen. Skandinavien und Holland würde uns begleiten. In diesem Krieg Österreich, die andere Seite. Riga auch noch. Wie groß ist denn Riga? Wo ist Riga? Wer ist Riga? Ist das Riga? Nee. Litauen. Polen. Sag mir mal, wo Riga ist. Ach da, okay. Ja. Stadtstaat oder so, ne? Naja. Gehört zum Heiligen Römischen Reich, oder wie war das? Deswegen sind auch die Dingens dabei, wenn, ne? Die Österreicher, ne? Okay. Ist ja jetzt auch nicht das, was wir machen wollen. Wie sieht's hier aus? Immer noch, immer noch. Ja. Das ist gleich fertig hier. Und wir können schon wieder was Neues bauen. Und jetzt hätten wir noch Lothian. Aber das kostet uns 195 jetzt. Das ist dann doch etwas teurer geworden jetzt dadurch, ne? Ja. Ein Dock. Kostet nicht so viel. Brauchen wir das? Das ist die Frage, ne? Was haben wir hier noch? Schiffswerft. Kaserne. Gibt's Leute dazu, ne? Übungsplatz. Ersetzt Kaserne. Ah, das sind 16 Cent, das ist nicht viel, ne? Aber wir haben insgesamt zu wenig ausgebaut, ne? Ja, da müssen wir unbedingt dran, ne? Wir müssen erstmal noch Geld sammeln. Ja, das hört sich doch schon mal gut an, ne? Jetzt sind wir schon fast so weit. Oh. Wo sind die? Da sind die. Naja, das sollte mal schnell beendet werden, ne? Stehen wir ja gerade noch passend, ne? Nehmen wir das zweite. Ist gewonnen. Okay, die sind erledigt. Gehen wir wieder dahin, ne? Die haben hier 7000 Mann stehen. Können wir da mal gucken gehen, was da noch so ist? Sehen wir das dann? Ja, die haben wir auch nicht mehr, ne? Moskau. Seidenstoffen, okay. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da jetzt machen, ne? Ja, der Stand ist, das ist klar. Können wir da irgendwas machen? Prestige will man da verlieren. Einfluss. Einfluss. Da verlieren sie noch mehr. Also hier, super.
Das ist Inflation und diplomatische Macht. Wie steht denn die Inflation? Das ist die Frage. Ach so, das war ja offen, ne? Da. Nee, daneben. Das können wir dann auch mal senken. Passt. Und dann können wir das wieder steigern, ne? Passt. Gut. Kredit haben wir nicht mehr. 887 haben wir. Und das Geld kommt gleich rein, um noch eine Manufaktur zu bauen. Naturwissenschaftler gestorben. Armee-Reformer gestorben. Mhm. Picardie müssen wir erobern, okay. Kriegsgrund gegen die auch noch. Okay. Ja, war das Provence, okay. Zollwert. Ne, dann nehme ich den Zollwert, ne? Kommandant Oliver. Okay, Kommandant ist gestorben. Das bedeutet, wir haben keinen Anführer mehr, oder? Doch, der ist noch da. Agent entdeckt. Okay. Warte mal. Jetzt mal hier langsam. Wir haben einen Kolonisationskriegsgrund gegen... Na, den unseren, okay. Ja, das ist hier, ne? Britannia, frech, oder? Ah. Noch frecher hier, die Norweger sind jetzt dran. Ach, da habe ich gar nicht aufgepasst, das war ja da. Und hier, die Britannia blockiert uns den Weg, ne? Und jetzt haben wir erstmal hier Norwegen. Erstmal Anspruch fingieren, ne? Ich glaube, das gehört denen noch nicht, ne? Manikukan. Möchte ich haben. Okay. Anspruch fingieren. Tausak. Okay, und das andere Stadacona geht auch noch. Okay, und das ist aber... Oh, das ist ja noch nicht zu Ende. Okay. 10 haben wir noch. Okay, Ansprüche erhoben. Alles klar, haben wir erledigt. Und dann gucken wir mal schnell noch dahin. Okay, das können wir gerade noch laufen lassen, bis das dann auch noch ist. Dann haben wir hier auch die 21 erreicht. Und dann sind wir definitiv für die nächste Runde gewappnet. War noch nicht ganz. Einer fehlt noch, ein Schlag. Und dann müssen wir gucken, dass wir das da irgendwie hinkriegen, ne, oder? Also die wollen auch noch da mit uns Ärger machen, oder wie war das? Was haben wir denn hier? Ach so. Wie sieht denn das aus? Auch ganz schlecht mit den Aragorn-Leuten. Kriegsrund gegen Britannia haben wir da. Eine Debatte geht auch noch. Geht so vieles, ne? Warte mal, jetzt langsam. Verfall Armeetradition minus 1. Verfall das auch. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Handelseinfluss. Kostenberater minus 10%. Das ist schon nicht schlecht, ne? Wir haben ja jetzt mehrere Berater, ne? Nehmen wir das. Oh, keiner für uns. Das können wir machen. Das weiß ich noch nicht. Das können wir machen. Oh, das wäre dann vielleicht zu viel. Das können wir machen.
Boah, da verlieren wir 5 Merkantilismus. Prestige möchten wir definitiv nicht verlieren. Okay. Dann machen wir das noch. Und wenn wir den machen, reicht das? Ja, ist schon durchgeboxt. Wunderbar. Gut, dann haben wir das erreicht. Hier können wir noch den fördern. Ah ne, das war hier. Okay, das geht aber auch langsam hoch. Kriegen wir schon hin. Da war das, ne? Oder? Manufakturen? Nein. Wie viel haben wir denn? 428. 479. Okay, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Was haben wir hier? So, im freien Beraterplatz. Jetzt ist der untere wieder gestorben, oder was? Können uns den unteren aber auch nur leisten, wohl. Na, das ist jetzt nicht so der Bringer, aber wir nehmen den mal. Gut, kurz durchgeblättert noch. 7,65 und den teuren Kunden, obwohl, doch, den hätten wir uns leisten können, ne? Weil wir haben jetzt 2 für den bezahlt, das waren 6, wäre auch gegangen, einen teureren. Naja, dann. Lass mal gerade die Zeit laufen, dass wir das noch vielleicht hinkriegen in die Folge. Okay. Flotte ist immer noch im Schatten unserer selber. Ah, das ist 25 von 76. Da haben wir noch ordentlich was zu machen mit dem Schiffen. Klärungsbürger 34. Da. Wie lange dauert das denn? 2 Punkte nur noch. Und da ist es. Jep, läuft, ne? Und Militär, Taktik plus 0,25. Nahkampf. Ja, das ist das Bessere. Gut, okay, dann haben wir hier immer noch was zum Bauen. 191 wäre also hier möglich. Bringt uns so viel, ne? Es ist auch nicht schlecht. Ne? So, jetzt müssen wir Pause machen, ne? Nützt nix. Großschiffe werden teuer, Leichtschiffe werden teuer. Diplomatische Technologien werden billiger, ne? Flotten. Na dann. Boah, das geht ja gar nicht, ne? Bis wann ist das? Bis November 1697. Also für 10 Jahre. Schicksal, aber das andere will ich nicht. König Frankreich hat... So. Jetzt waren wir hier noch stehen geblieben, das auszubauen. Das ist jetzt nicht so das, was ich sagen würde, das will ich haben. Hier 479 dauert noch, bis wir das Geld zusammen haben. Also Manufaktur oder sowas ist irgendwie was, was wir als nächstes angehen werden. Aber jetzt machen wir erst Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.